Als ich klein war, da wurde mir gelehrt, was seine Nase ist und wo meine Ohren sind. Später dann habe ich gelernt, was ein Penis ist und wo die Hoden des Mannes sich befinden. Bis vor kurzem jedoch, da wusste ich nicht so genau, wie ich jetzt nun meine Vulva nennen soll und was jetzt genau der Unterschied zum Begriff Vagina ist. Und schon gar nicht wusste ich, dass meine Klitoris rund 10-mal größer ist, als was ich damals im Aufklärungsbuch gelernt hatte. Dass ich das nicht wusste, das ist nicht meine Schuld, es ist auch nicht die Schuld meiner Mutter, denn wie soll sie darum wissen, wenn selbst die Wissenschaft erst vor 20 Jahren sich daran gewagt hat, sich der Erforschung der Klitoris anzunehmen. Also das heißt, 30 Jahre später, nachdem sie sich bereits gewagt hatte, den ersten Mann auf den Mond zu schießen. Deshalb lasst uns eine Sprache verwenden, die aktiv dazu beiträgt, das Verständnis der Sexualität neu zu formen. Ich frage also, habe ich damals meine Unschuld verloren und seither bin ich schuldig? Oder habe ich Erfahrung gewonnen und werde immer reicher? Bedeutet Sex Penetration und ist entsprechend nur zwischen Mann und Frau möglich? Dringt der Penis in mich ein oder umschließe ich den Penis? Habe ich Schamlippen, um die ich mich schämen muss? Oder habe ich Lustlippen, zum Beispiel? Deshalb, lasst uns einander helfen, uns gegenseitig aufzuklären. Sprechen wir über Sex, sprechen wir über Lust. Sprechen wir über Missbrauch und stehen wir ein füreinander. Erfinden wir Worte, wo es noch keine gibt. Teilen wir sie, verbreiten wir sie und nun lasst uns weiterfliegen.